zusammen. Ich habe die große Ehre und die große Freude, meine Maria Prehan hier zu haben. Wir genießen die Zeit zusammen, wir genießen die Freundschaft und die Zeit, in der wir jetzt unterwegs sein durften. Und Maria, wir waren jetzt 2,5 Wochen, fast 3 Wochen unterwegs. Und du hast heute gesagt, du möchtest eine kurze Botschaft aufnehmen über das, was du jetzt erlebt hast und was Gott dir gesagt hat. Ja, erstens einmal herzlichste Grüße von einer Afrikanerin. Ich bin schon mehr afrikanisch wie europäisch, ihr Lieben, aber ich freue mich sehr, dass ich jetzt in dieser Zeit in Europa dienen darf. Und wir haben wirklich die Gegenwart Gottes erlebt, wir haben das Wirken des Heiligen Geistes erlebt. Wir haben erlebt, überall wo wir waren, dass Heilungen waren, dass Befreiungen von dämonischen Mächten waren. Und ihr Lieben, wir waren in Gemeinden. Und das hat uns sehr überrascht, wie viele Menschen noch in Gemeinden sitzen, wo man ja glaubt, dass die haben die Wahrheit wirklich erkannt und trotzdem noch so belastet sind. Und da ist mir heute so bewusst geworden, in der Offenbarung, das ist ja das letzte Buch in der Bibel, da heißt es, glückselig, Offenbarung 1,3, glückselig, wer liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Und da lesen wir ja von den verschiedenen Gemeinden. Und ihr Lieben, ich muss sagen, das erleben wir in unseren Tagen. Die Gemeinden sind genauso, wie sie da beschrieben werden. Und das tut eigentlich sehr weh. Und bei jeder Gemeinde heißt es am Ende, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Und in jeder Gemeinde hat Gott etwas zu korrigieren gehabt. Zum Beispiel, nehmen wir mal, wo haben wir das erste? Die Gemeinde, Sendschreiben an Smyrna, dann Sendschreiben an Bergamo, Sendschreiben an Sardes. Das sind alles Gemeinden, die zu der Zeit also richtig aktiv waren. Zum Beispiel die Gemeinde von Smyrna, da schreibt der Engel der Gemeinde in Smyrna, schreibe, dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden, ist nicht Sinn, sondern eine Synagoge des Satans. Ihr Lieben, ich bekomme immer mehr den Eindruck, dass zwischen den Gemeinden und den Menschen der Welt wenig Unterschied ist. Sondern dass in den Gemeinden genauso viele Abtreibungen sind, genauso viele Scheidungen, genauso viel üble Nachrede, genauso viel Neid, genauso viel sich vergleichen wollen. Und Gemeinde Jesus soll eigentlich ganz was anderes sein. Gemeinde Jesus soll der Leib Christi symbolisiert, also nicht symbolisiert, sondern echt erlebbar auf dieser Welt sein. Wir sind ein Leib. Jesus kam nie, um dass wir Kirchen bauen, Gebäude bauen. Er wollte nie in Gebäuden leben, sondern in Menschenherzen. Und da, glaube ich, kommt jetzt der große Umschwung, dass die Menschen erkennen, nicht gehe ich gehe ein Gebäude zu Gott, sondern Gott lebt in mir und ich gehe in die Welt. Und in der Welt wird man erkennen, dass Gott in mir lebt. Dass ich der Tempel des Heiligen Geistes bin. Dass ich ein Tabernakel Gottes bin. Wisst ihr, in Matthäus Evangelium 28, Vers 18, da heißt es, macht euch auf. Macht euch auf. Das heißt, kommt in Bewegung. Wir sind rumgesessen. Macht euch auf und machet zu Kirchenmitgliedern. Zu Konfessionsangehörigen. Machet zu Jüngern. Alle Nationen. Ganz gleich, in welcher Nation jetzt du das zuhörst. Du hast den Auftrag, aus deiner Nation einen Jünger zu machen. In dem Einflussbereich, den Gott dir gegeben hat. Und das ist jetzt die neue Offenbarung, die Gott uns gibt. Also das ist die eine Gemeinde, die haben wohl gute Werke, aber lieben die erste Liebe, haben sie vergessen. Dann gibt es sogar eine Gemeinde, und das ist natürlich eine ganz schlimme, das ist die Gemeinde, die Bergamo. Bergamo.
Da heißt es, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch in den Tag des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Ihr Lieben, Deutschland hat den Bergamo-Altar in Berlin. Den haben sie in der Türkei abmontiert und daher raufgebracht. Und die Türken wollten den schon zurück haben zweimal. Mhm. Aber dieses Kunstwerk kann man doch nicht loslassen. Also den würde ich ihnen persönlich hinuntertransportieren, wenn ich gefragt wäre. Gott sei Dank steht dieser Art Satansaltar auf einer sumpfigen Gegend und das fängt immer wieder an zu sinken. Ich bete immer, dass er durchrauscht in die Hölle, wo er hingehört. Leider pumpen wir lieben Deutschen immer noch tonnenweise Beton unter diesen Tempel, damit das aushält noch bei uns. Aber nicht umsonst wissen wir, dass Weltkriege hier begonnen haben. Also immer heißt es, wer Ohren hat, der höre. Also die einen haben die erste Liebe vergessen, die anderen haben eben, ja, überall könnt ihr euch nachlesen von den Sendschreiben für die Gemeinden. Und für mich ist die Wohltat, dass nach dem dritten Kapitel der Offenbarung nichts mehr von den Gemeinden steht. Und dass Gott jetzt in der... Bitte? Halleluja. Halleluja. Da steht sogar in Offenbarung 3, Vers 10, weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde ich auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das aus dem Himmel herabkommt, von meinem Gott und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Nach diesem dritten Kapitel in der Offenbarung wird nie mehr von der Gemeinde gesprochen. Und so vertraue ich, dass das uns kommuniziert, dass die Entrückung der Braut Jesu vor der, da steht der Stunde der Versuchung kommt, vor dem Zorn Gottes. Ihr Lieben, aber ich bin bereit für alles. Ich sage, Herr Jesus, mit mir kannst du machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst, kannst du mich auf null reduzieren. Nur verherrliche deinen Namen, setz mich zum Segen und schenk mir Freude, die die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Ihr Lieben, jetzt kommt es darauf an, dass wir uns hundertprozentig Gott zur Verfügung stellen. Du und ich, wir sind Christus in uns ist die Hoffnung auf Herrlichkeit auf dieser Welt. Wir sollen, wo immer wir sind, den Himmel herunterreisen. Dort soll Freude sein, Frieden sein, Heilung sein, Befreiung sein. Wir waren jetzt 14 Tage unterwegs, auch mit unserem lieben Bruder Daniel Exler und seinem Team und haben in verschiedenen Gemeinden gedient und wir waren schockiert, wie viele Menschen da noch von Dämonen schwerstens belastet sind. Und erfreut, wie viele frei geworden sind. Bitte? Und erfreut, wie viele frei geworden sind. Unwahrscheinlich. Ja. Die haben schon gar nicht mehr geglaubt, dass es das gibt. Aber der Herr sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und das Leben in Fülle. Aber wisst ihr, ich bin persönlich überzeugt, dass so viele Predigen in den Gemeinden, wie man wächst als Christ, und dabei sind 50% von denen, die vor ihm sitzen, noch gar nicht geboren. Wir müssen von neuem geboren werden. Man kann ja gar nicht wachsen, wenn man nicht geboren ist. Und so müssen wir die Betonung jetzt legen auf, wo verbringst du die Ewigkeit? Wenn du heute abberufen wirst, wo verbringst du die Ewigkeit? In der Herrlichkeit Gottes oder der Gegenwart des Teufels in der Hölle? Das sind die einzigen zwei Realitäten, die vor uns stehen. Die Wahrheit. Könnt ihr euch in der Bibel nachschlagen. Es gibt sehr viele Schriftstellen über Hölle. Und der Herr sagt, kein Auge hat gesehen, kein Ohr gehört und es ist in kein Menschenherz eingedrungen, was Gott vorbereitet hat für die, die ihm vertrauen, die ihn lieben, die an ihn glauben. Und nur der stellvertretende Tod Jesu Christi, sein Leiden, seine Passion, was er für dich und mich durchgemacht hat, ist unser Eintrittspreis in den Himmel. Und so vertraue ich, dass jeder, der dieses Video hört, einmal prüft, wo gehe ich hin? Habe ich wirklich Christus in meinem Leben? Ist er mein Leben? Ist er mein Erlöser, mein Meister? Hat er das Sagen in meinem Leben?
oder spiele ich noch etwas Religion? Es geht nicht mehr um Religion, ihr Lieben, es geht um eine lebendige Beziehung mit Gott selbst. Und da möchte er so intim in uns wohnen, wenn er sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch gegeben. Habe deine Lust am Herrn, dann wird dein Leben lustig. Dann fängt es an. Dann fängt es an, lebendig zu werden. Jesus ist nie gekommen, um aus Toten, bösen Menschen brave zu machen, sondern aus Toten lebendig. Er möchte, dass wir leben in jeder Phase unseres Seins, ihm zur Verfügung stehen und erleben die Kraft Gottes, wo die Dämonen fliehen werden, wenn wir in Jesu Namen kommen, wo die Kranken geheilt werden, wo der Heilige Geist Raum bekommt. So, macht euch auf, ihr Lieben, es ist es wert, sein Leben bedingungslos, hundertprozentig dem Herrn Jesus Christus anzuvertrauen. Denn wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Es ist einmal so eindeutig schwarz und weiß. Ich vertraue, wir sehen uns in der herrlichen Ewigkeit spätestens. Amen. Maria, vielen Dank für deine Botschaft. Jetzt genießen wir noch die Tage zusammen. Amen. Und die Abenteuer mit Gott. Amen. Und wünschen euch alles Liebe und Gottes Segen.